Wie sieht es jetzt bei Schach aus? Ja, schauen wir uns Schach an. Dazu gibt es Zahlen, die wir vergleichen können. Zunächst die Brettgröße, 3x3, wird jetzt zu einem 8x8. Ja, das hört sich schon mal gefährlicher an. Die Anzahl der möglichen Züge waren bei Tic-Tac-Toe so 1 bis 9. Ja, am Anfang habe ich 9 Möglichkeiten, dann 8 und so weiter, dann werden es immer weniger. Also so, sagen wir mal, im Mittel 4,5 Züge oder sowas. Im Schach hat man so 30 bis 40 Möglichkeiten. Zum Beispiel in der Ausgangsposition, da können Sie jeden Ihrer 8 Bauern ein Feld oder zwei Felder vorsetzen oder Sie können einen Ihrer Springer nach links oder nach rechts so über die Bauern drüber hüpfen lassen. Das sind schon mal 20 Möglichkeiten, die Sie da haben in der ersten Position. Später im Laufe des Spiels haben Sie noch mehr Möglichkeiten. Man sagt so im Durchschnitt so 35 Züge gibt es so, die Sie machen können pro Position, so im Mittel. Ja, das variiert natürlich abhängig von der Anzahl der Figuren, die Sie haben. Dann ist die Frage, wie viele mögliche Positionen gibt es denn? Ja, und wenn Sie einfach 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal und so weiter rechnen, rechnen Sie die Anzahl der Permutationen aus, da alle so zu platzieren, dann sind das nur 362.000. Wenn Sie jetzt die ganzen symmetrischen Positionen rausnehmen, die man durch Drehung erhält und so weiter, ja, dann sind es am Ende erheblich weniger. Dann sind es nur noch die, die wir gerade in diesem großen Graphen gesehen haben. Da fällt also sehr, sehr viel weg. Das ist also so wenig, das können Sie mit Geduld wirklich an 2 Nachmittagen in so einem Karteikastensystem anlegen, um dann eine perfekte Tic-Tac-Toe-Maschine zu bauen. Im Schach ist es 10 hoch 43. Ja, diese Notation sagt Ihnen vielleicht alle nicht was, aber das ist im Prinzip eine 1 mit 43 Nullen. Ich habe sie Ihnen da beispielhaft mal drunter gemalt. Das ist also die Anzahl der Schachpositionen, die man haben kann. Und das ist mehr als Teilchen im Universum da sind. Ja, das ist also eine gigantische Zahl. Immer wieder verblüffend, dass wir über so große Zahlen überhaupt reden können, obwohl es ja gar nicht so viele Teilchen im Universum gibt. Aber das Gute ist, wir haben als Menschen eine geschickte Repräsentation für solche riesigen Zahlen uns ausgedacht, die mit 4 Zeichen auskommen. Ja, also wir haben also ein Bezeichnungssystem und können dadurch über so große Objekte reden. Aber wirklich eins erzeugen oder die Sachen aufschreiben oder sozusagen Karteikasten anlegen für diese ganzen Stellungen können wir nicht mehr. Ja, das ist also sozusagen jenseits der Möglichkeiten. Wir brauchen also jetzt, um von Tic-Tac-Toe zu Schach zu kommen, braucht man also eine clevere Idee, wie man es machen muss. Ja, und wie viele Züge macht man so? Gut, im Tic-Tac-Toe kann man maximal 9 Züge machen, da ist die Partie vorbei. Im Schach sind es so im Mittel 40 bis 60. Man kann auch erheblich länger spielen, aber irgendwann gibt es Zugwiederholungen, dann ist das Spiel auch vorbei. Ja, also typischerweise 40 bis 60 Züge, ja, dann ist das Spiel vorbei, ja, wenn Sie das machen. Gut, wir brauchen da also eine bessere Idee, als den gesamten Game Tree aufzuschreiben und dann die Sachen von unten nach oben zu transportieren. So die große Idee für Schach jetzt und auch für ganz viele andere Spiele, wo man das halt auch anwendet, ist, dass man also diesen Baum irgendwie limitiert in der Tiefe. Ja, wir spannen den Baum also nicht komplett auf, sondern vielleicht gucken wir nur so 5 Züge in die Zukunft. Und dann können wir das Ganze im Computer noch managen. Ja, das ist also die eine Idee für Schach. Und die andere Idee ist, naja, wenn wir nicht bis zum Ende spielen, dann können wir jetzt ja auch der Stellung nicht direkt ansehen, ob jemand gewonnen oder verloren hat. Das war beim Tic-Tac-Toe ja ganz praktisch, dass man dann einfach guckt, hat jemand irgendwie 3 in der Reihe oder so, und dann weiß man gewonnen oder verloren. Das fällt jetzt ja weg. Wenn wir sozusagen nur 5 Züge in die Zukunft gucken, dann müssen wir die Stellung irgendwie beurteilen. Ja, wir müssen ihr einen Wert zuweisen. Das heißt, wir brauchen eine sogenannte Value Function. Da werde ich Ihnen gleich erklären, wie man das zum Beispiel machen kann. Okay? Gut, das sind also 2 Ideen, die man jetzt braucht. Und dann kann man aber wieder Minimax machen. Ja? Nur, dass das jetzt so aussieht, wie gerade gesagt, der Baum wird sozusagen nur aufgefächert, soweit ich es mir leisten kann mit meinem Computer. Ja, es hängt also von der Speicherkapazität ab und von der Zeit, die ich warten möchte. Und dann evaluiere ich die Blätter in diesem Baum mit einer Value Function, also irgendeiner Stellungsbewertungsfunktion. Und dann benutze ich wieder meinen Minimax-Algorithmus, um diese Zahlen bis nach oben zu transportieren, damit ich mich entscheiden kann zwischen diesen Zügen. Ja, Value Function, ich zeige Ihnen das zuerst mit dem nach oben transportieren. So, das ist das Bildchen dafür. Das heißt, hier sind jetzt nicht mehr nur Nullen und Einsen hier unten dran, sondern da können jetzt auch kompliziertere Zahlen rauskommen. Ja, intuitiv, das wäre so eine Value Function, ja, die Anzahl der Figuren zu zählen. Ja. Man gibt jeder Figur einen Wert, die Dame zählt 8, der Turm zählt 4, die Springer und Läufer zählen typischerweise 3 und Bauern zählen 1 und dann addiert man die Zahl auf. Und man vergleicht das mit der Zahl vom Gegner. Ja, und dann hat man irgendwie schon mal so eine Zahl. Wenn die groß ist, ist es gut für einen. Wenn die sehr negativ ist, ist es schlecht für einen. So, wenn ich also jetzt das ist meine aktuelle Position, da gilt immer noch, der nächste Level, das ist my move, ja, da ziehe ich also. Dann der nächste Level ist der Gegner, ja, und dann bin ich wieder dran. Und
Die Zahlen sind jetzt ein bisschen komplizierter, aber dieses Minimax kann ich immer noch anwenden. Ja, ich kann also immer noch im letzten Level maximieren. Da vergleiche ich also eine minus 7 und eine plus 12. Wenn ich also in dieser Situation kommen sollte, weil mein Gegner die entsprechende Züge gemacht hat, dann bekomme ich eine 12 als Wert, indem ich sozusagen diese Seite wähle. Und hier bekomme ich die 15, hier bekomme ich eine 32 und so weiter. Die 32 ist natürlich schön und gut, wäre toll, wenn ich da lande. Aber der Gegner hätte auch die Möglichkeit, eine Stellung auszuwählen, die nur 7 wert ist. Ja, das heißt also, der Gegner wird niemals diesen Weg hier runtergehen. Da gehe ich jetzt von aus, dass der Gegner also auch gut spielt. Ja, das ist auch so, wie man es machen müsste. So, und entsprechend vergleicht man am Ende dann nicht die 32 und die 12, sondern man vergleicht hier die 7 und die 12. Das heißt, der bessere Zug ist, dass man hier nach rechts runtergeht. Typischerweise, wenn man als Mensch gegen einen anderen Mensch spielt, kommt es aber auch mal vor, dass man trotzdem die 7 nimmt, weil man so denkt, so, ja, dem Gegner stelle ich jetzt meine Falle. Ja? Ich biete dem hier was an, hier so ein Bauer, wenn er den isst sozusagen, dann bekomme ich meine 32. Dann habe ich so richtig dann schon sozusagen, profitiere ich davon. Wenn der Spieler gut ist, macht er das aber nicht und nimmt den vergifteten Bauern nicht an, sondern zieht was anderes und nutzt das noch aus, dass sich irgendwie jetzt meine Bauernstruktur zerstört hat oder. Ja. Dass diese ganzen Storys, die wir so kennen, so von wie wir Schach spielen, die findet man jetzt hier in so einem Suchbaum auch irgendwie wieder. Ja. Also das ist schon eine ganz gute Approximation an unsere Denke. Ja, und dieses Fallenstellen bedeutet also, ich nehme manchmal auch einen Zug, der eigentlich nicht so gut ist, der aber dazu führt, dass ich dann einen Riesengewinn habe, wenn der Gegner einen Fehler macht. Ja? Das ist also hier drin repräsentiert. Schachcomputer spielen aber typischerweise so, dass sie hier oben den besten Zug nehmen, der geht sozusagen. Okay, was war jetzt diese ominöse Value Function? Ja, also wir wollen eine Funktion haben, die nimmt also als Input eine Position im Schach. Ja? Da muss aber alles drin sein, da muss auch drin sein, ob ich schon rochiert habe und so weiter und so fort oder ob ich irgendwen umgewandelt habe. Und berechnet daraus eine Zahl. Das ist also ein Computerprogramm, das bekommt eine Schachstellung, die irgendwie repräsentiert ist als String oder irgendwie, wie ich das mache. Und heraus kommt eine reelle Zahl. Ja? Und dann soll es so sein, wenn die Zahl sehr, sehr groß ist, dann soll weiß, beziehungsweise weiß bin jetzt mal ich, ja, ist dann wahrscheinlich, dass ich gewinne. Wenn die Zahl klein ist, also sehr negativ sozusagen, dann ist schwarz wahrscheinlich der Gewinner. Und wenn es 0 ist, dann ist es irgendwie noch ausgeglichen. Ja? Also würde man erwarten, in der Grundstellung kommt dann eine 0 raus ungefähr. Da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten und man kann ganz viele Schachbücher lesen, um jetzt so eine Value Function zu designen. Ja, warum soll man Schachbücher lesen? Weil da steht halt drin, was eine gute Stellung ist. Ja, da steht zum Beispiel drin, dass es besser ist, eine Dame zu haben als keine Dame. Ja? Oder da steht drin, dass ein Turm besser ist als ein Springer. Ja, deswegen gibt man halt dem Turm einen Wert 4 vielleicht und dem Springer nur einen Wert 3 oder sowas. Vielleicht steht da auch drin, dass es gut ist, wenn man offene Turmlinien hat, ja, weil man dann geschickt Angriffe machen kann. Das heißt, man könnte auch in die Funktion einbauen, Ausschau zu halten, wenn da eine offene Turmlinie ist, dann addiere mal 10 auf den aktuellen Wert drauf. Oder Beweglichkeit könnte auch ein Kriterium sein, dass man einfach viele Möglichkeiten hat, dass man sich nicht so zusammenstellt und seine Figuren gar nicht bewegen kann sozusagen. Das könnte auch ein Kriterium sein, was jetzt von einem Großmeister kommt, der weiß, wie man gut Schach spielt. Ja? Also das erste Beispiel war einfach die Werte der Figuren aufzusummieren oder halt noch andere Sachen, was weiß ich, man hat ein paar von Läufern oder sowas, was irgendwie gut sein kann oder Mobilität. Man kann also hier ganz kreativ irgendwie diese Value Function zusammenbauen. Und diese verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, kann man auch noch mit Gewichte ausstatten und das Ganze dann aufsummieren. Ja, das heißt, ich sage dann also, ja gut, Material ist schon sehr, sehr wichtig, das bekommt ein großes Gewicht. Offene Turmlinien ist aber irgendwie auch schön, bekommt ein etwas kleineres Gewicht. Aber Dame verlieren ist ganz schlecht, das soll auf gar keinen Fall passieren. Und mit diesen Gewichten kann man das dann einstellen. Typischerweise werden diese Gewichte jetzt natürlich von Experten eingestellt. Die spielen vielleicht dann gegen den Computer. Wir sind jetzt in den 80er Jahren, ja, Schachcomputer der 80er Jahre. Da spielt man dann halt gegen und dann fällt man so fest, also irgendwie der Computer, der fällt immer darauf rein, dass er zwar jetzt mehr Material hat, also der kommt mit Opfern nicht zurecht. Ja. Der findet das toll, dass er jetzt meine Dame hat, sieht aber nicht, dass er in drei Zügen sozusagen Schachmatt ist. Das heißt, da muss ich dieses Gewicht dann irgendwie ändern, was darauf achtet. Und kann das dann sozusagen mit Domain-Experts von Hand irgendwie einstellen. Ja. Die modernere Variante ist, dass man das auch lernt. Man lässt den Computer einfach irgendwelche Meisterpartien nachspielen, wo nur gute Züge drin sind. Und man versucht sozusagen, diese Value-Function so einzustellen, die Gewichte so zu gewichten, dass ungefähr auch ähnliche Züge rauskommen würden, wie in Meisterpartien drin gewesen sind. Ja. Oder man lässt den Computer gegen sich selber spielen und versucht dann sozusagen, die Gewichte so einzustellen.
Aber das typische Vorgehen ist, dass diese sogenannten Merkmale von Stellung oder Features heißen die auch, also wie zum Beispiel der Wert der Figuren, offene Turmlinien, dass das ein Experte designt. Ja, so war das auch bei Deep Blue gegen Kasparov. Das haben also Experten sich ausgedacht. Gut. Und wie gesagt, das ist da auch einfach nur Minimax. Das ist also genau das gleiche wie vorher, nur dass wir jetzt ein bisschen interessantere Zahlen haben. Und die Zahlen sind auch nur Schätzungen vom wirklichen Outcome. Ja, ich weiß also nicht sicher, ob ich dann am Ende gewinne oder nicht. Ja, und ich mache das nicht mit dem ganzen Baum, sondern nur mit so einem Teilbaum, den ich mir leisten kann. Und das ist tatsächlich ja auch so, wie wir auch Schach spielen. Wir setzen uns ja nicht hin, wenn wir zu zweit Schach spielen und überlegen uns erst den kompletten Game Tree sozusagen und überlegen uns dann, ja gut, ich spiele jetzt D4 und der Rest ist eh klar. Ne? Sondern man spielt halt und abhängig von der Position, die man vor sich hat, fängt man ja an nachzudenken und überlegt sich dann so Verzweigungen, was wäre, wenn und so weiter. Das ist also da recht ähnlich. Ne? Gut, dann gibt es Tricks, um den Suchbaum noch weiter zu beschneiden. Ein Trick nennt sich Alpha-Beta-Pruning. Pruning heißt stutzen. Ja, das ist also wie beim Obstschnitt, man möchte möglichst viele Äste abschneiden, die man eigentlich nicht braucht. Und hier ist es genauso, je kleiner ich den Suchbaum mache, wenn ich also schon sicher weiß, die Variante muss ich gar nicht betrachten und alle Verzweigungen ausrechnen, die kann eh nicht sein, dann ist es irgendwie sehr praktisch und das spart mir sehr, 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 sehr viel Rechenkapazität, die ich dann in anderen Bereichen nutzen kann. Ja, und wie funktioniert das jetzt? Grob funktioniert es so, es gibt diese beiden Parameter Alpha und Beta, wobei Alpha so eine Art untere Schranke an die Bewertung der Stellung ist aktuell und Beta ist so eine Art obere Schranke. Ja, das heißt also, Beta setze ich erstmal auf plus unendlich und Alpha auf minus unendlich und dann lasse ich den Rechner rechnen. Wenn ich jetzt eine Weile mal in die Tiefe gegangen bin und dann schon eine Stellung gefunden hat, die jetzt vielleicht Stellungsbewertung 5 hat oder sowas, dann weiß ich, Alpha ist mindestens 5. Ja, also das also so eine untere Schranke, das Beste, was ich erreichen kann, ist mindestens 5. Wenn ich für den Gegner was gefunden habe, dann finde ich auch unter Umständen eine obere Schranke, die ich erreichen kann. Und diese beiden Zahlen, die helfen mir jetzt sozusagen, den Baum klein zu schneiden. Und eine Grundidee ist, es gibt zwei Fälle. Ja, wenn ich also jetzt vor einer Schachpartie sitze, ja, dann denke ich, nehmen wir mal an, ich habe irgendwie einen Zug sozusagen, wo mein Gegner eine tolle Antwort drauf hat. Ja, dann muss ich da eigentlich nicht weiter drüber nachdenken und dann noch weiter grob nachsuchen. Ja, wenn ich eh weiß, der hat eine tolle Antwort, wo ich nichts gegen machen kann, dann muss ich nicht alle anderen Möglichkeiten vom Gegner auch noch durchdenken sozusagen, sondern es reicht dann, wenn ich eine Lösung finde, die sozusagen meine Idee dann widerlegt. Und das heißt, da kann ich da also ganz viel an der Stelle abschneiden. Umgekehrt wird mein Gegner in der Zugauswahl mit dem Minimum auch niemals einen Zug auswählen, wo ich einen super Antwortzug drauf habe. Also da kann ich meine Suche auch einschränken. Das sind also so die Grundideen. Und das Interessante hier wieder ist, naja, Game Tree und Alpha-Beta-Pruning kann man ganz mathematisch hinschreiben, was das jetzt ganz genau bedeuten soll und wie das algorithmisch umgesetzt wird. Aber sie haben halt solche, sie tauchen halt in der wirklichen Welt auch auf, in unserem Denken sozusagen. Wir gehen ja auch nicht alle Möglichkeiten durch. Und wir werden gleich beim Go sehen, dass da wieder noch weitere Ideen implementiert sind, wie wir halt über solche Spiele nachdenken. Aber das ist schon mal alles super clever. Das heißt also, wie spielt jetzt ein Computerschach? Das macht er folgendermaßen. Von der aktuellen Position, zum Beispiel dieser hier, ja, muss man jetzt alle möglichen Züge ausrechnen, die möglich sind. Und zwar so viele, wie man sich leisten kann. So tief, wie man sich leisten kann. Und man benutzt dabei diese Tricks mit Alpha-Beta-Pruning, wo man also den Baum beschneidet, wo man kann. Ja, aber man verbringt praktisch eine ganze Rechenzeit damit, um jetzt sicherzustellen, dass in der aktuellen Position, wenn ich da 5 Züge im Voraus denke sozusagen, dann bin ich mir sicher, dass ich keine andere Position erreiche als die, die ich betrachtet habe. Und von denen nehme ich dann natürlich den Pfad sozusagen, der mir am meisten bringt. Mit dem Minimax-Verfahren kann man das dann propagieren. Konkret haben Computer trotzdem manchmal eine Heuristik drin, die sozusagen vielleicht bestimmte Zweige im Suchbaum nochmal tiefer ausverästelt, ja, wenn vielleicht ein Matt droht oder irgendwie sowas. Das heißt, dann gibt es eine Heuristik, wo man den Suchbaum vielleicht so ein bisschen asymmetrisch aufbaut, weil man halt bestimmte Situationen hat, wo gerade geschlagen wird, Figuren werden geschlagen, wird was abgetauscht. Da sollte man dann nicht einfach stumpf nach 5 Halbzügen oder sowas warten, sondern man sollte unter Umständen in solchen Verzweigungen nochmal weitersuchen. Da gibt es also Tricks, aber die Grundidee ist erstmal, man limitiert jetzt den Baum in der Suchtiefe und hat eine Evaluierungsfunktion. Und dann macht man das Gleiche wie bei Tic-Tac-Toe, man nimmt den Zug, der sozusagen zu einem Pass führt, also zu einem Pfad führt, der irgendwie mir viel bringt, okay, indem man halt maximiert. Gut, hierbei ist jetzt sichergestellt, dass ich wirklich alle Züge ausprobiert habe. Ja, und warum ist das irgendwie wichtig?
Das liegt halt an diesen Fallen. Es kann halt sein, dass es Situationen gibt, unscheinbare Züge des Gegners, die die Situation so abändern, dass plötzlich eine Kombination möglich ist und der Gegner irgendwie mich so richtig schlagen kann. Aber das ist nur in einem Pfad der Fall. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Pfade weglasse in diesem Baum, ja, also Pfade so von der Wurzel bis zu einem Blatt, dann kann sein, dass ich manche Sachen halt übersehe. Und das ist ja auch ganz konkret so eine typische Erfahrung. Sie denken, Sie haben irgendwie einen tollen Zug und machen den, haben einen bestimmten Zug vom Gegner halt nicht berücksichtigt, aber genau wenn der Gegner genau diesen Zug macht sozusagen, dann gibt es die Springergabel und Sie verlieren irgendwie Ihre Dame oder sowas. Ja? Das ist also genau auch so, wie das ist. Diese Suche, die hier typischerweise gemacht ist, ist so, dass sie einigermaßen garantiert, dass man fast alles dann auch gesehen hat, also so gut wie alles. Gut, so weit, so gut, also so spielt man Schach. Und im Jahr 1997 hat man dann auch gegen den Weltmeister gewonnen. Nicht so eindeutig wie gegen Lee Sedol mit 4-1. Ich glaube, man hat 3-2 gewonnen gegen Garry Kasparov. Und da gab es auch irgendeine, Sie können sich ja nochmal den Kampf da nachlesen, da gibt es natürlich eine Wikipedia-Seite zu, wo das alles detailliert ist, Spiel für Spiel. Da gab es irgendwie ein Spiel, wo an irgendeiner Stelle ein seltsamer Zug gemacht werden sollte. Ja, das Rechenzentrum bei IBM hatte das dann angezeigt, wir machen gleich den Zug. Und da standen bestimmt drei andere Großmeister dahinter und die haben dann vielleicht irgendwann so einen roten Button gedrückt und gesagt, nee, den machen wir nicht, wir machen nochmal einen Neustart. Jedenfalls ist der Rechner einmal abgestürzt und die Vermutung von Garry Kasparov war dann, dass sozusagen da die Leute auf einen Reset-Knopf gedrückt haben, irgendwelche Experten, weil sie halt gemerkt haben, oh, es ist doch eine Situation aufgetreten, die wir nicht vorhergesehen haben, eine Stellung, die wir nicht abgedeckt haben oder wo ein Feature drin ist, ein Merkmal, was wir nicht berücksichtigen. Und dann ist das Ding einmal abgeschmiert und wurde neu gestartet. Ja? Und Garry Kasparov fand das nicht so lustig, dass es also so gemacht wird. Aber es war halt damals auch so, der Computer war jetzt nicht klein genug, dass man ihn jetzt so daneben setzen kann, neben das Schachbrett, sondern es war halt ein riesen Rechenzentrum und die Züge wurden irgendwie übertragen. Und ich habe mal einen Vortrag von Garry Kasparov gehört, der hatte dann gesagt, er hat angeboten, das Weltmeistermatch nochmal zu wiederholen, beziehungsweise dieses Match gegen den Computer nochmal zu wiederholen und er würde seinen Weltmeistertitel in die Waagschale werfen, wenn er gegen den Computer nochmal antritt, aber dann bitte in so einer Art Turnhalle, wo der Computer dann halt steht und wo er sehen kann, dass der Computer einfach läuft und wenn der Computer abstürzt, hat der Computer verloren. Ja. Was man ja durchaus als fair bezeichnen könnte, ein fairer Kampf. Es ist wie gesagt unklar, was dann wirklich passiert ist. Aber IBM hat sich nicht darauf eingelassen. IBM hatte den Weltmeister geschlagen und hat danach den Computer auseinandergebaut und ins Museum gestellt. Ne? Also Ziel erreicht und so. Jetzt nochmal wieder das Gleiche nochmal machen, das ist irgendwie zu gefährlich, dass es schief geht. Ne? Das wäre nicht so gut. Gut, ist also nicht passiert. 3,5-2,5, also noch knapper. Also ein paar Partien endeten scheinbar auch unentschieden. Ah ja, 3 unentschieden. Deep Blue hat 2-mal gewonnen und 1-mal verloren. Also durchaus sehr, 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 sehr knapp. Also da haben sich die Menschen sehr gut geschlagen da in diesem Spiel. Das Deep als Bemerkung hat nichts mit Deep Learning zu tun. Die Bemerkung hatte ich auch schon, das Slide hatte ich auch schon, glaube ich, in der ersten Veranstaltung. Aber jetzt wissen wir natürlich erheblich mehr. Das ist also nichts jetzt in diesem Fall mit neuronalen Netzen sozusagen, sondern hier gibt es eine Feature-Funktion, eine Value-Function, die das halt alles ausrechnet. So, und wie hat der Computer das jetzt gemacht? Gut, das war spezialisierte Hardware, ja, also spezieller Computer, der genau dafür gemacht ist, möglichst schnell Stellungen im Schach auszuwerten. Der war also genau dafür getuned. Die Elektronik war dafür ausgelegt, genau das zu machen. Und die konnte damals also wahnsinnige 200 Millionen Positionen pro Sekunde auswerten. Ja? Und erreichte damit einen Look-Ahead von bis zu 20 Zügen, ja, was also wirklich fantastisch ist, was also tatsächlich dann an die Stärke von solchen Großmeistern herangerät. Ja. Heutzutage kann das vielleicht sogar Ihr Handy, diese 200 Millionen Positionen, ich weiß es nicht, vielleicht auch weniger, aber da hat sich also eine Menge getan seit 1997 wiederum, dass Computer erheblich schneller geworden sind und so weiter. Zu dem Zeitpunkt war das natürlich, an den 200 Millionen Positionen sieht man, dass es so eine Art Brute-Force-Ansatz ist. Das ist also auch jetzt nicht so clever, wie der Computer vorgeht, sondern er muss scheinbar alles Mögliche ausprobieren, wo ein Mensch nie drüber nachdenken würde. Der guckt sich also Verzweigungen von dem Baum an, wo ein Vereinsspieler oder ein Anfänger schon sagen würde, ja gut, da kümmere ich mich jetzt nicht drum um die Züge, die sind ja irrelevant sozusagen. Aber die Blue hat die dann halt ausgewertet. Und er konnte sich das auch leisten, weil er halt so schnell ist. Ja, weil kein menschlicher Schachspieler wertet 200 Millionen Positionen pro Sekunde aus. Ja, das ist also ein ganz anderer Ansatz. Aber es hat gezeigt, dass man so gewinnen kann gegen den Schachweltmeister.